Am Donnerstag ist das Spiel Monster Crafter Pro im App Store erschienen und deshalb stellen wir es euch heute vor. Am Anfang, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, müsst ihr euch erstmal ein Monster bauen sozusagen. Das eben bauen, da kriegt ihr verschiedene Blöcke zur Auswahl und ja, dieses. Mit diesem Monster kämpft ihr dann eben. Deswegen gehen wir jetzt hier gleich mal auf Battle. Seht, da gibt es dann auch noch neben der Kampagne auch noch Clans und Online. Gehen jetzt hier mal auf Kampagne. Gehen jetzt hier mal in das zweite Level. Und ihr seht jetzt eben, unser Monster läuft hier durch eine Höhle. Das sind wir, das ist unser Gegner. Und angreifen tun wir jetzt eben, indem wir auf den tippen. Dann, wenn wir eben einen Schlag platziert haben, seht ihr eben, dass der hier auch noch, dass da hier noch solche Sachen kommen, Herzen und Feuer anzeigen. Ihr seht jetzt hier Spezialangriffe. Diese müssen sich eben immer auch wieder aufladen und ihr seht hier, das ist unser erster Angriff, das ist der zweite und so geht es dann immer weiter nach oben. Wenn wir jetzt natürlich einen verbrauchen, dauert es eben wieder länger. Ich würde mal sagen, da unten seht ihr unsere Herzensanzeige. Wir lassen es jetzt mal so. Jetzt führen wir den Angriff einfach mal aus. Und ihr seht, damit ist der erste Kampf gewonnen. Der läuft weiter und unser nächster Gegner kommt an. Da oben seht ihr das Leben von dem Gegner und das Level. Sammeln wir das immer schön ein. Seht ihr eben auch immer, wie viel Leben abgezogen wird. Sagen, üben wir hier mal wieder diesen Angriff aus. Und damit haben wir auch den zweiten Kampf gewonnen. Seht also, das ist so ein bisschen Pokémon ähnlich. Und hat so von der Blockgestaltung her auch vielleicht ein kleines bisschen was mit Minecraft zu tun. Also so vom Aussehen her. Denn wie gesagt, am Anfang bekommt ihr eben Blöcke. Und mit diesen müsst ihr dann euer Tier eben zusammenbauen. Üben wir mal den etwas leichteren Angriff hier aus. Sammeln das hier immer schön ein. Und dann üben wir mal noch den Angriff nochmal aus. Und ihr seht, damit haben wir auch den Boss gekillt. Seht hier eben immer unsere Level. Wir sind jetzt hier im zweiten Level. Seht, wie weit es noch ist, dass wir dann eben ins dritte Level aufsteigen. Aber wenn wir hier nochmal zurückgehen, Monster, und jetzt hier rein, sehen wir jetzt hier unser Monster. Dieses können wir hier trainieren. Könnt ihr zum Beispiel hier eine Karotte geben. Da oben seht ihr dann eben auch, wie glücklich das dadurch eben ist. Und ja, auf jeden Fall sehr interessantes Spiel, wie ihr gesehen habt. Auch dadurch, dass es eben einen Online-Multiplayer gibt und einen Clan. Allerdings muss man sich diesen erst freischalten. Und hier sind wir dann noch im Shop. Können wir uns dann verschiedene Sachen mit den Münzen kaufen. Und ja, damit beenden wir dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.